So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA 5 wieder und ja, es geht mit der Storyline weiter. Ich habe gerade mit Trevor hier ein Fragezeichen markiert, was ich jetzt gleich machen werde. Ich bin jetzt gerade ungefähr 6, 7, 8 Kilometer hier gefahren mit dem Truck hier von Trevor und ja, starten wir mal hier diese Mission, was auch immer das ist. Okay. Reden die Russisch? Hat sich gerade so angehört. Ja, die reden Russisch. Hey, документы. What? Паспорт давай, ебарь, мам. I don't fucking understand you. А, да ты по-английски не шаришь? Что за хуйня с тобой? Я говорю, паспорт покажи. Все вы нелегалы, как один. И по гражданским арестам, ты понял? Америка — страна возможностей. А я воспользуюсь возможностью послать тебя обратно через границу, откуда ты приперся. What? Very good, Joseph. Real fine. We'll make a civilian protector of our nation's borders from undesirable elements of you yet. Sorry, citizen, just a training exercise. Ah, okay. Well, I'm so glad that you patriots are out here defending this fine American desert sand. Well, thank you. When you could be in town fucking some girls and further destroying the gene pool. Hey. There's a real problem here. Да, люди, мотивированные необходимостью прокормить свои семьи, едут сюда работать по-черному за копейки и прут в эту страну. It's a disaster. And that's why we form the Civil Border Patrol. Okay. Wait. My Patriot meter's going off. Huh? Come on, both of you. We've got some illegals over them hills. Ach, wir jagen jetzt Illegale. Warte mal. Wir jagen jetzt illegale Einwanderer. Warte mal, ist er jetzt redet er Russisch nur zur Einschüchterung oder wieso was? What's your name, citizen? I'm Joe, that there's Joseph. Trevor. Okay, das ist jetzt ein Bullenauto hier, oder? Yep. Oh, good. They love me in there. I'm definitely getting a strong reading. The Patriot meter predicts undesirables with up to 79% accuracy. Surely this is a sick joke. I mean, I love hanging with freaks, but you two losers cannot be for real. Unfortunately, this is as real as it gets. These people are criminals who threaten our way of life and drive down our property prices. Они думают, что могут приехать сюда в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. Это противоречит Конституции. Come one, come all, I say. This country's got bigger problems to deal with. Sie geht wirklich zum ersten Mal, dass Amerikaner und Russen zusammenarbeiten. Secular media. Don't you worry though, we'll convert you. My brother showed some, well, let's just call it sexual weakness in his younger days. But now he's a happily married man with 3 children and he rarely acts out. Hey, if you do well in your civil border patrol trial, we will of course pay you for your time. Last time I looked, this was still a service-driven market economy. Well, they must be inside. Go see if you can flush them out, Trevor. Is there any place in the world I'd rather be than drunk as a skunk at the Alamo Sea? Stay away from me, okay? Hey, you're banned. Is anyone not banned? Oh, this is pointless. Everyone in here has done something illegal. Steig in das Grenzschutzfahrzeug. Hey, Trevor, get out here now! They're in that car, let's go! Oh, da haben wir ihn doch. Komm, fahr. Go! Let's bring him in, boys. Here, take the stun gun. Really? Nobody needs to die here, we're civilized people. Hey, you, stop the vehicle! This is a citizen's arrest! Where the course they wouldn't understand. Oh, scheiße. Of course they wouldn't understand me, now would they, Joseph? Они отказываются ассимилироваться! Hold on your pointed hat! We're taking the scenic route! They're a law unto themselves! Don't stop! Na toll. Gleich kommt ein bisschen fehlgeschlagen mit... Wenn es so weitergeht. Ja, würde ich... Leider ist das nicht so das passende Geländewagen hierfür.
Что за черт? Can you believe they're singing? It's like they don't even care. You can keep your socialist ballad to revolution and discontent to yourself. Wir kriegen den noch. Keine Sorge. Okay. Keep those stun guns at the ready, my friend. They're probably gang members. I heard that some of these undesirables are trafficking illegal guns into our very, very peaceful country. Rausbekommen aus dem Fahrzeug. Now who'd do a thing like that? Der hält an. Go subdue those illegals, Trevor. I want to see how you handle that stun gun. Warte mal, was? Ah, okay. What the heck? Carajo! Sorry about that, pal. Don't apologize to them. They're the ones breaking the law here. Oh, very nice, Trevor. Respectful but firm. We can handle it from here. Get in the vehicle. You've had your fun. It's time to go home. Okay, okay. I do what you say. Dame chance, pendejo. Muss ich jetzt eigentlich wieder fahren, oder? Da geht das schon. Well, thanks for the help, citizen. America's a little bit safer. Ja, danke schön, dass ihr mich einfach umgefahren habt. Sehr nett. Okay. $500 habe ich für das jetzt bekommen. Ihr seid so. Okay. Ich werde nie wieder das machen. Nie wieder. $500 für sowas Dreckiges, was ich jetzt hier gemacht habe. Kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Okay, was gibt es noch für schöne Missionen? Aber mir hat das jetzt wirklich gefallen, dass mal hier wirklich jemand ganze russische Sätze sogar gesagt hat und komplett nur russisch geredet hat. Das fand ich jetzt wirklich amüsant. Die Untertitel hätte ich ausmachen können, ich hätte es eh verstanden. Aber ihr hättet es wahrscheinlich nicht verstanden. Okay, ich hab doch bestimmt auch russische Zuschauer. Wieso passiert das mir nur? Wieso? Wieso passiert mir nur so eine Scheiße, Mann? Es ist abartig. So, okay. Hallo. Ich Treiber sein. Ich möchte ein Auto haben. Oh. Was zur Hölle? Hallo, ich Trevor, ich möchte dein Auto haben. Los. Raus aus dem Auto. Warte, warte, bleib stehen. Halt, stopp. Hier kommen sie nicht mehr durch. Halt, halt, stopp. Halt, stopp. Gut, gut. Und jetzt her damit. Raus. Oh, Trevor schlägt Frauen. Okay, okay, das ist geil. Okay, der Typ möchte sich mit mir messen. Nein, überfahren. Und Instant Kill. Ist das ein Wohnwagen? Hab schon gedacht. Ich fand's jetzt wirklich richtig amüsant, dass jetzt wirklich jemand war, der die ganze Zeit nur Russisch gesprochen hatte. Ich habe jetzt aber nicht ganz verstanden. Ist er ein Amerikaner, der die ganze Zeit Russisch spricht, oder ist das jetzt wirklich ein Russe? Weil der hat gerade glaube ich, am Ende gesagt, für das Vaterland. Hier Amerika, aber er ist selber Russe, aber vielleicht ist er ein Amerikaner mit einer russischen Sprache. Aber er redet die ganze Zeit Russisch und nicht ein bisschen Englisch. Amerikanisch, keine Ahnung. Das ist. Okay. Ich höre auf darüber jetzt zu reden, mein Gott. So, machen wir die nächste Fragezeichen-Mission. Ich habe jetzt mal beschlossen, mal ein paar Fremde und Freaks hier zu treffen. Und den Unsinn zu machen, es wird langsam hell. Wie viel Uhr ist es denn eigentlich? 5:30 Uhr, okay. Ah ja, wir müssen noch mit Kletus da. Wie heißt er? Ach ja, Kletus, ja.
Mit denen müssen wir noch jagen gehen. Der wollte ja mit uns noch jagen gehen. Am ganz am Anfang. Aber bevor wir das machen, möchte ich erstmal gucken, was da hier ist. Runter vom Quadbike! Ach, scheiße. Oh. Der Wagen sieht aber geil aus. So, was sind das jetzt hier für Alter, sieht das geil aus. Okay. You're gonna meet a bitch. That's where you're gonna meet one. You know what I'm saying? Hey, hey. Give me a sip of that. What? Come on! My throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you... What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing, all right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker! That's right. I said it. Oh, ihr legt euch damit einen Falschen an, bitches. Motherfucker! No! Jesus! Huh? No, come on! What? Sorry, now, where sorry. Were we on, exactly, up, huh? Get up! Ah. I'm sorry, man, we're help. Sorry! Help! There's a guy with a gun! Don't fuck yourself! Neutralisiere 25 Hinterwäldler, okay. Fuck you! Der haut ab, der haut ab! Ich krieg dich! Okay, ich bin gerade richtig auf Rage-Modus gerade. Ich bin die ganze Zeit auf Rage. Oh, das wird gleich explodieren. Oh yeah. You want redneck? Oh, I'll give you redneck. Was machen die da oben? Am I creepy now? Am I? Es fehlen nur noch zwei. Sechsundzwanzig Kills habe ich. Alter, wie viele Hinterwälder gibt es denn? So, jetzt. Oh, scheiße. Oh, der Trevor geht gerade richtig auf Rage, ey. Alter, wie viele Hinterwäldler gibt es denn? Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot! Hoho! Die 45er erledigt damit. Oh! Oh yeah! Das war mal fucking geil, ey! Oh, so viele. Oh mein Gott! Wie viele Hinterwälder habe ich denn umgebracht? Fuck yeah! Das war ja mal episch. Episch, Sheet und so. Alter. Trevor. Bist du ein Berserker, wusstest du das? So, jetzt machen wir aber vernünftige Mission, Hauptmission jetzt wieder mit T. Ich fahre jetzt nicht dorthin, sondern ich rufe jetzt mal ein Taxi. Es ist jetzt wirklich zu weit und das wird zu lange dauern. So. Ein Taxi holt mich einfach hier so ab, ne? Da liegen nur ein paar Hinterwälder, das macht ja nichts. One of your finest taxi cabs, please. Of course. Driver should be with you soon. Good work. Jetzt warten wir einfach hier ganz gemütlich auf dem Taxi. Lalalala, lalalala. Ich finde einfach den Bart von Trevor einfach nur episch. Wenn noch so ein Officer Feathers-Anzug kommt, dann boah. Boah. Einfach... zu Stress oder so? So. Ja, zum Wegpunkt. Sofort überspringen. Mein Gott, ich habe keinen Bock auf die lange Fahrt. Sind ja eh nur 60 Dollar oder was auch immer gerade weggehen.
Und Dankeschön, 101 Dollar, naja, scheiß drauf. Ich hab genug Geld. So, Trevor ist in der Haus, Bitches. What the airport are you doing here? That's a funny way to greet your cousin. You ain't my G-damn cousin, Trevor. I thought we was family. But please, just go and ruin somebody else's home furnishings. Who the F is that, boy? No one, my sweet. Hey, by any chance, did you catch crabs at that conference? I heard that those conferences are regular little fuckfest, huh? Guy, come in. I'd like you to leave right now. Oh, yeah. Some serious corporate gangbanging going on, right? Yeah, with every executive and director of communications from here to Bangalore taking it left, right, and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my, my penis. I want you to leave now! Look, this is all I've got, all right? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me, okay? Now look, Deborah, I love you, and I love you too, Floyd. Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays. You can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good, huh? Look, Deborah, Floyd, will you marry me? Get out of my condo! Where you going to, Floyd? I told you, I have a career! I don't need this! Was war das denn grad für Zuckungen? Yes! There. You made me swear. You're crap, Floyd. Crap! You're not a man at all. Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both of you to go now, you and your weird friend. Whoa! Hey! My name is Trevor, sweetheart. I could give a fuck what you're fucking... Was für eine Bitch. I'm not afraid to use this. I'm not. Bob taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice. Was zum Teufel muss ich jetzt machen? Oh mein Gott. Habe ich die jetzt umgebracht, alle beide? Oh, hey there, Trevor. Oh. Hey there, Wade. Did you meet Deborah? Oh, interesting lady. I should probably go say hi. I wouldn't. Why not? Let's go get in the car, all right? Let's go have the time of our lives. Ach du Scheiße. Oh, I know exactly where to take you. Begib dich zum Stripclub. Alter, der hat jetzt nicht ernsthaft Floyd und Debra umgebracht, oder? Alter, Trevor, saubere Arbeit. Floyd and Debra. I know she seems kind of uptight, but she can have fun. No. I don't think she can, Wade. Just Floyd then? Floyd's gonna meet us there. Boys trip. Exactly. Oh, Trevor. You got all over yourself. You're all red. You got syrup? Yeah. Syrup. Accident. We've all been there. We sure have, but it don't taste like syrup. Don't taste me, all right? Just no licking. Okay. Hey, you remember when we met? Sure. Last year. I was on the way to the gathering with Daisy Bell and Kush Chronic and you stopped in Sandy Shores to get lit, and you met a dealer, and he looked after you when your friends had abandoned you. That was weird, weren't it? The last time I saw him, it was with you driving out to the quarry, and then they just disappeared. Whoops, sorry. Was für? Disappeared. So hab ich einen Teddybären davor klebt. Okay. I mean, they were gone. Okay, ich lass es einfach so gelten. Some friends, right? And now cousin Deborah don't want you around. I mean, there's a pattern here. The Congo did get messy. The pattern is you can't rely on anyone except me. Look, this is it. So this is where Floyd is gonna meet us, a strip club? Oh yeah. That's unlike him. He's a real homebody. He loves that apartment. Interestingly, you and me, we got a new home. Where?
Here. Right here. Here? Here. Now, I know it's unconventional, but that's the way we roll, homie. Hey, you two. You two, I want you to give this boy a good time for a long time. Hey, gorgeous, gorgeous, gorgeous. Tell me where the manager is for this fine establishment. Through there and take two doors to the right. Mm-hmm. There. To the right. Thank you. Amigo! Prepare to meet your new partner. Der bringt jetzt nicht ernsthaft noch den Manager um, oder? So wechsle ich gerade zu. Wen wechsle ich gerade? Franklin? Franklin? Michael? Was? Michael? Michael. Ja. Hey, Lester. Hey, Trevor just called about the big one, the UD. You know anything? Yeah, I told him we could hit it. You down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taken over the Vanilla Unicorn Gentlemen's Club. All right, message Franklin. Oh, ich habe immer noch die Kleidung von Dings an. Feierabend, bist du? Oh, Gold, geil. So, ich habe immer noch die Kleidung von Mythen und Legenden von GTA 5. Waren aber scheiß drauf. Okay, treffen wir mal Trevor. Oh, okay. Seit wann hab ich wieder so ein normales... Okay. Ich habe das Auto mir nicht gekauft oder so. Und ich habe es auch nicht geklaut. Oh, what? Nein. Das Auto ist zu schön, um es zu verunstalten. Aber ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Nämlich ein Straßenrennen öffentlich. Wuhu! Yeah. Wow, was passiert da gerade? Oh. Und? BAM! So, her mit den Koffern. Zwei Sterne, alles gut. Schnell ins Auto und dann verpissen. Ihr kriegt mich niemals, ihr Schweine! Nein, Johnny, mach das nicht! Okay, zu viel SpongeBob geguckt. Obwohl, SpongeBob habe ich lange nicht mehr geguckt. Schon ungefähr 5-6 Jahre, oder? Nein, das ist schon übertrieben. Ich meine so... Boah, keine Ahnung. Schon Monate her, aber nicht mal... Ich glaube, nicht mal ein Jahr oder so. Ah, fuck! Okay, suchen wir uns erstmal ein schönes Versteck. Oh, okay, das ist wohl. Bleiben wir einfach mal hier und chillen mal eine Runde. In dem Gebäude. Wieso? Jetzt warten wir einfach, bis die Sterne weg sind. Oh, das ging schnell. Okay. Manchmal dauert das eine Ewigkeit, bis die Sterne verschwinden, und manchmal geht das schnell, recht schnell vorbei. Jetzt machen wir bestimmt einen richtig geilen Drift und... Oh yeah. Oder nein, das ist Chaos. Ich glaube, das heißt nicht Drift, sondern eher so ein... Turn back around und so ein Shit.
Oh, ich glaube, ich muss reingehen. Mr. DeSant, good to see you. What's up? I caught my girl fucking my homeboy Santo. I lost count of how many boobies I've seen. Okay. Ich muss wieder da durchgehen. Ist das... Oh, das ist doch Dings. They only play like six songs. Ah, okay. Kind of making me crazy. Okay, falsche Richtung, hier rein. Guten Morgen, Trevor! Warte, wie viel ist es eigentlich? Na, scheiß drauf. Bevor du fragst, der Fridge ist gebrochen. Das ist alright. Ich habe schon genug für deine Hospitality. I have changed my ways, all right? Huh? Yeah, I'm done with that crazy shit, all right? I want to square things away with Meriwether, make sure the agency ain't coming back after us, and then do one last big score, and then you get to go back with your family. Me, I'm just gonna live here. I'm gonna run this good business, showing people a good time. Bust Brad out of prison, and then, you know, happy. Der Trevor wird wirklich langsam crazy als crazy selbst jetzt. Had it for ages. So you must know Leon, the old manager. Leon? No. Yeah, whatever, man. So what's going on here? What's going on is the big one. A long, long time ago in a faraway place, there were three guys. Michael, Trevor, and Lester. And Brad? Yeah. Sure, Brad was there sometimes as well. I mean, there were other guys, though, too. So, anyway, we robbed and lied and we hurt people. Pretty much lived a low-life kind of existence. But always dreaming of one thing and one thing only. The big one. The big one. The big one! What is the big one? The Union Depository. Around 200 million in gold bricks, all taken from kindly land. It will spend the rest of our lives being hunted by government officials if we live through the attempt. But it'll be my, our masterpiece. So, gentlemen, let's do our civic duty and get out there and find some gainful employment. This way. Let's go. 200 million. Und da ist die Leiche von dem Manager gewesen. Fahrt zur Bank. Wow, die ist ja ganz schön weit entfernt. Wechseln wir mal zu Trevor. Gerade zum Flugplatz. Ah, ich muss jetzt mit Trevor dorthin fahren und mit Michael untersucht jetzt die Bank oder was? Wer sitzt da neben mir? Lester, okay. You'll get 20% of 200 million. A maximum of 200 million if I can get the funds diverted and you pull it off. Still, come on, 20% of that's a lot of coin for sitting on your fat ass. T.L. We're coming up to the front of the bank. Ich könnte eigentlich jederzeit zu Michael wechseln, aber nee. Oder? Is it too much to ask for a little respect? Just a little? Because I respect you, Trevor. Strangely, I do. I can see how you're useful. Terrifying, but useful. Warte mal. Planen wir jetzt den Überfall oder werden wir den jetzt gleich machen? I want your help. Das ist jetzt gerade die Frage. Actually, man, I've got another job. I want your help. Wenn wir jetzt wirklich gleich das durchziehen oder machen wir jetzt gerade nur Fotos etc. und so oder? Ich verstehe es gerade nicht. Is it? Yeah,
I don't know why I didn't think of it before. I want to bring you in on the ground floor this time. That's not a joke about disabled access. I didn't think it was, but now I do. I ain't even talked to Mike about it yet, but he's gonna be on board. He's obligated. What is it? Ain't it obvious? Bustin' Brad out of the clink. Okay, I'm gonna stop you there, T. Some things are just better left alone. Brad's not a thing! He's part of the crew. Well, a crew's more than a sum of its parts, and he was a pretty shit part. He is a pretty shit part, and that's only because he's in jail. No, he was, is shit because he's lazy, forgetful, mean, and stupid, with respect. He's changed, all right? He writes now. Oh my God. All right, we're here. Only one security guard. Looks like a normal consumer bank up here. We're going down to the back entrance, see where the gold comes out. Emails. He's educated himself inside, and he'll be a valuable part of the team. How do you talk to Michael about it? We're down on Alta Street, coming up on the back of the bank. Stärke den Hubschrauber. Und wie schnell kannst du? Oh, okay.